Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Dino Crisis für die PS1. Und ich merke jetzt natürlich wieder nach einer längeren Aufnahmepause, wie geil es ist, Aufnahmepause zu machen bei Survival Horror Games, bei dem man dann am Ende keine Ahnung mehr hat, wo man jetzt eigentlich ist. Ich weiß, ich muss was mit Schlüsselkarten machen. Ich habe auch nochmal so ein bisschen durch die letzte Folge durchgeswitcht vorm Aufnehmen. Wir haben ja das hier mit der Tür gemacht, das heißt auf der anderen Seite war zumindest letztes Mal noch ein Dino, wenn ich mich richtig erinnere. Und das heißt, wir müssen jetzt irgendwo anders gucken, was wir mit den Schlüsselkarten anfangen können. Und ich habe irgendwo noch einen Computer, den nicht aktiviert. Und da ist irgendwo ein Dino. Nee. Steuerung, immer wieder was Wundervolles. Ja, Danger. Blutest du? Also ich blute auf jeden Fall. Blutest du? Du blutest. Die Musik wird auch ein bisschen drohlicher gerade. Das heißt, mir geht es, glaube ich, nicht ganz so gut. Jetzt habe ich eigentlich nur noch so wenig Muni. Ich ballere hier schon wieder viel zu viel rum, habe ich so das Gefühl. Blutstiller. Gott. Mir geht es überhaupt nicht gut jetzt nach dem Angriff. Ich will nicht auf die Karten. Ich drücke auch schon wieder viel zu viel. Wiederbelebung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Medizin M klingt doch gut. Ja, gut. Alles wieder schön. So. Was habe ich hier im Inventar? Vielleicht ist das zumindest schon mal einigermaßen... Okay, ich kann mich mit Schrot auf jeden Fall noch wehren. So, Stecker-ID-Karte. Bedienverschlüsse, Fingerscanner. Ich habe die Eingabedisk und die Code-Disk E. Das war jetzt nochmal eine Geschichte gewesen. Wo ist jetzt das Schloss E, würde ich mich mal auf die Suche begeben. Bei dem Computerraum kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Das Ding hier, das brauche ich anscheinend gerade nicht. Ja, das muss ich jetzt nicht bedienen, okay. Was ist das mit diesen beiden Schlüsselkarten, von welchen ich nur eine habe, wenn ich mich nicht irre? Oh, vielleicht hilft das ja schon. Ich meine, davon habe ich auch eine. Schlüsselkarte R. Okay, vielleicht ist es auch nicht die Schlüsselkarte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte jetzt gedacht, dass R vielleicht für rechts steht. Ich nehme einen Blutstiller mit jetzt, wo ich mich schon ein bisschen arzten musste. Ja, komm. Wenn wir schon mal hier sind, können wir es auch nochmal speichern. Wo ist jetzt Schloss E? Das würde mich mal interessieren, tatsächlich. Vielleicht hätte ich auch mal wieder zuhören sollen, aber wie gesagt, wenn immer so eine knappe Woche Aufnahmepause dazwischen liegt, dann ist das manchmal ein bisschen komisch. Obwohl, warte mal, ich kann mal kurz hier gucken, ob hier noch Muni drin ist, für die Pistole vor allem. Erste Hilfebox, 9mm Parabellum, Reginas Ausrüstung. Nee, Moment, das ist Quatsch. Ja. Ich hoffe mal, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht. Ich habe jetzt nämlich nicht darauf geachtet, was ich am Ende noch dabei hatte und was nicht. Das ist das große Zimmer, glaube ich. Jetzt muss ich nur mal kurz. Wo ist E? Wo ist das Schloss mit E? Ist das noch in deinem alten Gebiet? Ich meine. Im Endeffekt werde ich es wahrscheinlich irgendwo mal finden, oder? Das ist noch in Gebieten, in denen ich noch gar nicht reinkomme. Zum Beispiel dieses. Hier. Ja. Hier ist halt auch nur so die Sache, mal so, wie komme ich jetzt vielleicht mit dem Lift noch in andere? Du hast die Karte benutzt. Damit komme ich ja zumindest wieder in das ältere Gebiet. Mit der Karte, die du jetzt hast. Alleine schon, dass das nochmal extra drauf eingeht. Kannst du hinauf Ebene 1. Willst du dahin? Ja. Ganz gerne nochmal vielleicht in andere Ebenen, wenn ich ehrlich bin. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich andere Karten. Hier ist die Lifthalle. Der Forscher. Ich glaube, von ihm haben wir ja so gesehen auch den Code für die Karte gehabt, oder nicht?
Ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber hier vielleicht einen Stecker nutzen. Aha. Dann nehme ich das nämlich sehr, sehr gerne mal mit. Ich will da ein bisschen Pistolenmuni am Start. Das ist nur die Sache, wahrscheinlich ist die wieder nicht equipped, wa? Ja. Nein, so, zack, zack, nutzen, sehr schön. Aber dieses manuell Nachladen überall, bei den alten Games, das ist ein Traum. So. Hier vielleicht irgendwo eine Tür mit Code, die ich so nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich meine, ich war ja oben auch schon mal im Chefbüro hier im alten Bereich, aber hab da nichts gefunden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich durch den Gang durchlaufe, dass irgendwas durchs Fenster ballert. Ich weiß auch nicht. Hinterhof der Einrichtung. Hier war ich auch schon lange nicht mehr drin. Vielleicht auch nochmal ganz woanders oben, nochmal an den Dingern vorbei oder sowas. Ich suche jetzt einfach jeden Winkel nochmal ab. Zwar ein bisschen nervig, aber... Hier schon mal nicht. Na, hier habe ich auch nur ein Item gefunden, mehr auch nicht, das ist alles in Ordnung. Gut, hier schon mal nichts. Also irgendwo in den entlegenen Winkeln vielleicht nochmal eine Tür oder sowas, die ich bisher eigentlich nicht gesehen habe oder nicht auf dem Schirm wirklich hatte. Irgendwas, was eine Code Disk E braucht. Betäubung, ja gut. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt auch nicht wirklich, was Betäubung mir bringt. Außer, dass ich Gegner damit betäuben kann, aber ich will die eigentlich auch nicht betäuben, wenn die mich fressen wollen. Ja, okay, hier geht's jetzt dann durch die Tür wieder rein. Das ist ja ein Shortcut, den wir gefunden haben. Und hier ist der Materialzugang. Dann hinten aus dem Lift wieder durch. Okay. Vielleicht im Materialzugang nochmal irgendwas? Was ist hier für eine Tür eigentlich? Ausführungsraum B1. Alles nochmal absuchen. Einfach nochmal gucken, ob ich irgendwo. Ah, ja. Einfach nochmal gucken, ob ich irgendwo irgendwas vielleicht mal übersehen habe oder so. Bin mir auch ziemlich sicher, dass, wenn ich mir jetzt alle Folgen nochmal angucken würde, was ich jedem übrigens ans Herz legen würde, hätte ich bestimmt irgendwo eine Folge, wo ich schon mal an einem Schloss stand, wo beistand hier von wegen, nee, du brauchst Karte E oder so. Und jetzt habe ich die und weiß nicht mehr, wo es ist. Das wäre so typisch, aber weiß man ja nie. Mich verarschen, jetzt bin ich... Wow, jetzt bin ich auf der anderen Seite, weil... Ich mache mir hier die ganze Zeit... Mache ich mich... Wahnsinnig, weil ich nicht genau weiß, wo ich hier hin muss und im Endeffekt ist es genau nebenan. Hier sind die kleinen Dinos wieder, ne? Dann kommen wir schnell vorbei. Soweit ich weiß, wieder zu Tom. Also ich nehme einfach mal stark an, dass das der Gang war, den man von der anderen Seite bei diesem Fahrstuhl, bei der Fahrstuhlhalle sieht. Und hier ist Tom. Leider. Nichts Nützliches, hier sind ja noch... Beide Koffer sind mit winzigen Schlössern versehen. Warte mal, kann ich... Ich hab doch winzige Schlüssel. Ja, das wird nicht helfen. Und dann kann man ja anscheinend bei diesen Medipacks doch nochmal was machen. Ja, komm, wenn wir schon mal da sind, können wir es auch speichern. Ja, bitte einmal. Die Kleinen wieder. So, B1, 1F. Steuerzentrale. Oder ist bei der Steuerzentrale der Lift mit E geschützt? Ich weiß das alles nicht mehr. Wie gesagt, einfach alles abgehen. Nochmal nach Intuition einfach durch das Ding hier durchlatschen. Hier ist wieder Getipper am Start. Also Fahrstuhl können mit den Daten dieser ID-Karte offenbar nicht benutzt werden.
Also brauche ich irgendeine andere ID, aber die habe ich wahrscheinlich noch nicht gefunden, weil ich hatte bisher eigentlich nur Tom und den Kollegen, der unten liegt, aber von Tom fehlt mir die Nummer. Ist doch alles. Gut, ich könnte jetzt hier natürlich in den Schacht klettern. Ich weiß nicht, ob mir das was bringen würde, großartig. Da gibt es unten nochmal irgendeinen Schacht, den ich noch nicht hatte, aber. Na, hier ist das Verwaltungsbüro. Mit dem Safe, den habe ich ja geöffnet, das ist jetzt nicht das Thema. Ich weiß doch auch nicht. Nee, komm, jetzt ist es übertrieben mit dem Speichern. Okay, hier ist auch wieder ein Lift. Was sagt denn die Karte? Ich bin hier oben. Ich habe halt so gesehen keinen Zielpunkt, auch keine Tür, die irgendwie. Außerhalb maximal, aber ist ja auch nicht der Fall. Bin doch verwirrt. Konferenzraum? Ah, das Ding, ja, okay. Das wäre eine goldene Box hier. Munition und Medizin. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt, die offen zu haben hier tatsächlich, aber. Na gut, ein bisschen Schrot, ansonsten Wiederbelebung, aber dann weiß ich zumindest, dass in der Steuerzentrale, also in diesem Konferenzraum, nochmal das Zeug rumliegt. Dieses Terminal zeichnet die Position der Wachen in eine Richtung auf. Gut, nutzen kann ich es nicht. Okay, das scheint nichts zu tun, das ist ein Träumchen. Eine blinde Suche. Natürlich auch wahnsinnig spannend jetzt. Tut mir leid für euch tatsächlich, aber. Ja, erstmal auf Toilette, erstmal das Wichtigste erledigen. Da war niemand drin. Irgendwann springt mich so ein Dino an. Gehen wir nochmal in die Schächte. Jeden einzelnen Gang, jeden einzelnen Schacht nochmal so weit ablaufen, dass ich mit Sicherheit sagen kann, ja okay, da war kein E. Was ich jetzt noch überlegt habe, soll ich mal nach draußen gehen? Jetzt vielleicht auch mal was, ne? Jetzt bin ich wieder in der Fahrstuhlhalle, von da komme ich ja dann mit der Karte, die ich jetzt habe. 1F, was mir im Endeffekt wieder richtig viel bringt. Haupteingang. Ja, von da aus komme ich zumindest auch erstmal wieder nach vorne. Vielleicht nach draußen. Im vorderen Bereich von dem Gebäude war ich eigentlich auch schon lange nicht mehr. Vielleicht ist da ja was. Eine von den verschlossenen Türen, die ich auf der Karte sehe, ist vielleicht noch hier oder kann zumindest erreicht werden und dann habe ich vielleicht ein Schloss mit E. Vielleicht sollte ich danach eher gehen, dann auf der Karte mal zu gucken. Okay. Personalwechsel der Forscher. Früher Sektion, Spezialexperimentiersektion 3. Registriernummer 57036. Name Mark Doyle. Drittes Energiephysik-Laboratorium. Mark Doyle, 57036. Ich brauche mal was zu schreiben. Die Nummer ist zu lang, als dass ich mir jetzt bis zum Labor merken kann. Also 57036 und ich nehme mal einfach deine Abdrücke. Das ist momentan so das Einzige, was ich noch habe hier. Wieder einmal unterschreiben, überschreiben, nicht unterschreiben. Unterschreiben kannst du, glaube ich, nicht mehr, mein Freund.
Ja gut, mit den Daten kann ich jetzt zumindest jetzt wieder eine neue Karte anfertigen, weil ich habe die Nummer und die Abdrücke. Das heißt, damit könnte ich jetzt zumindest schon mal ein bisschen was anfangen. Ansonsten würde ich vielleicht dem davorhergehenden Plan einigermaßen nochmal folgen und sagen, ey, ich gehe jetzt einfach nochmal eine Weile durch die Gegend und gucke an den Türen, die mich noch nicht in irgendeinen Raum gebracht haben. Da unten zum Beispiel. Aber das ist jetzt zwei Hälfte, das ist oben. Ob die nicht vielleicht mich irgendwo hinführen mit einem Code-Schloss, was E hat. Weil ich habe alles für dieses Schloss. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Weil neben den beiden Dingern, die man ja dann dafür benötigt, für diese Dechiffrierung, bräuchte man vielleicht auch das Schloss, was man dechiffrieren soll. Das ist zumindest jetzt gerade meine Theorie. So, warte. Bin jetzt daher gekommen, also wenn ich jetzt geradeaus gehe und dann in den Gang entlang. Kann es nicht sein, dass ich jetzt hier vorne irgendwo rauskomme am Ende? Ach ja, genau. Hier oben auf dem Balkon oder was das sein soll. Muss übrigens gerade mal eine kleine Katze, die direkt vor dem Monitor steht, kurz verschwinden. Ich bin sofort wieder da. So, Katze wurde verscheucht. Also sie saß quasi direkt hier. Hier ging der Popo los. Das heißt, wenn jetzt hier das Schloss gewesen wäre, hätte ich es nicht gesehen. Dann hätte ich mich jetzt zum Deppen gemacht und das wollen wir ja nicht. Das mache ich schon oft genug. So. Hier nochmal gucken, das wird wahrscheinlich von dieser Seite aus nicht erreichbar sein oder solche Späße. Ja. Wer hätte es gedacht? Ja gut, dann ist der Raum auf jeden Fall auf der Karte schon mal abgehakt, weil da komme ich dann zu irgendeinem anderen Zeitpunkt hin. Und ich glaube, hier habe ich zum ersten Mal gefunden, wie das mit dem mit diesem einen Rätsel am Anfang funktioniert hat, oder? Mehr war hier nicht. Ja, hier ist die Akte. Was hier? Eine Luke zur Wartung der Antenne. Ja, schön. Und kein Strom. Ja gut, dann sind wir hier auf jeden Fall auch schon mal fertig. Ich guck nochmal auf der Karte, ob ich vielleicht irgendwo einen Bereich habe. Ja, das ist der da unten. Das ist so ein Außenbereich, ein großer. Ich denke mal, der da oben. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, da geht die Tür hin, die wir vor, wo ich jetzt gerade die Daten gefunden habe von dem Forscher. Und ansonsten ist alles irgendwie, also die rote da oben rechts geht zu der hier. Habe ich ein bisschen das Gefühl. Kann mich auch echt irren, aber zumindest würde ich sagen, haben wir dann jetzt den nächsten Anhaltspunkt und haben den Fingerabdruck und die Nummer. Jetzt muss ich nur diesen scheiß Computer finden, der mich das umschreiben lässt. Wo war der denn nochmal? Aber der war, soweit ich weiß, auch in den Laboren unten, oder? War der nicht da, wo die kleinen Dinos rumhängen? Jawohl, da war Tom. Aber das war nicht bei Tom gewesen, der Computer. Oder war der sehr nah an Tom? Boah. Ich hätte mir direkt ein Post-it hier irgendwo hinhängen sollen, von wegen merkt dir Orte. Aber jetzt ist es zu spät dafür. Ich glaube, hier komme ich wieder in diese Fahrstuhlhalle, oder? Also so einen groben Überblick habe ich. Nur wo die einzelnen Sachen sind, ist jetzt gerade, wird langsam ein bisschen schwierig. Ich gucke mich jetzt nochmal hier um. Ob ich irgendwo diesen Computer finde und ich denke mal wirklich weitermachen werden wir sowieso erst bei der nächsten Folge. Aber dann habe ich jetzt zumindest eine Idee. So, EV Hall, Office. War die im Office? Diese Umschreibgeschichte? Komm. Was nicht so spannend. Ja, okay, der ist zwar hier. Das musst du nicht mehr bedienen. Willst du mich verarschen? Schlüsselkarte, ID-Karte nutzen. Du kannst. Das kann hier nicht benutzen. Was? Aber das ist doch das Ding zum Umschreiben. Komm, jetzt sag mir nicht, ich kann die nur einmal umschreiben, auch mit den Daten, die ich draußen finde. Also, das ist einfach nur zwei. Och nö. Ach komm. Jetzt hatte ich so viel Hoffnung, dass ich endlich weiterkomme mit irgendwie einem Tipp, dass ich den Fahrstuhl jetzt in irgendeine andere Richtung schicken kann oder die ID-Karte so umschreiben kann.
dass ich damit das in der Steuerzentrale benutzen kann und dann kommt so ein Quatsch. Gefällt mir ja gar nicht gerade. Ja gut, dann werden wir in der nächsten Folge wohl oder übel noch weiter suchen, was denn jetzt eigentlich Phase ist und wo wir uns befinden und überhaupt Umkleideraum, ja, komm, was soll's. Also irgendwie werden wir wahrscheinlich weiterkommen, aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. So, ich hoffe, ihr bleibt da am Ball und ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Wenn dem so ist, gerne das übliche Zeug da lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dino Crisis. Hoffentlich mit einer Idee, wo es weitergehen soll. Die Nummer habe ich mir jetzt anscheinend völlig umsonst aufgeschrieben. Und ja, wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall in 2 Tagen mit Dino Crisis oder einem anderen Projekt von uns. Bis dahin, macht es gut und tschüss.